Über das Rauchen hatten wir ja vorhin schon gerade ein bisschen gesprochen. Und Sie hatten also ja schon relativ klar gesagt, dass Sie nichts davon halten. Aber trotzdem die Frage, gibt es so ein bisschen Rauchen, ganz klein bisschen, das okay wäre? Oder sagen Sie wirklich... Also beim Rauchen muss ich einfach sagen, da ist Nulltoleranz die einzige Reaktion, die adäquat ist. Jede Zigarette ist eine zu viel. Mhm. Und aus meiner Sicht ist auch die E-Zigarette keine Lösung. Allenfalls ist sie eine Lösung für wirklich Leute, die es einfach anders überhaupt gar nicht schaffen. Mhm. Dieses klassisch Konditionierte, da muss was passieren. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, wenn jemand jahrelang geraucht hat, man kriegt es nie los. Ja, also selbst wenn in der linken Hand eine Kaffeetasse ist, dann wird die rechte, hat man nicht in der Hand. Ja, die sucht nach was. Also für solche Raucher, die wirklich einfach nach vielen Versuchen es absolut nicht schaffen aufzuhören, da kann eine E-Zigarette tatsächlich mal eine Lösung sein. Aber zu allen anderen kann ich nur sagen, nicht beginnen, auch nicht mit E-Zigarette beginnen. Das ist eine Art von Einstiegsverhalten. Auch nicht Shisha rauchen, einen Abend in der Shisha-Bar. Es gibt viele Toxikologen, die sagen, so ein richtiger Abend in der Shisha-Bar ist wie 4 Schachteln Zigaretten inhalieren. Es ist wirklich schädlich und nicht empfehlenswert. Und Sie sollten es, wenn Sie noch nicht angefangen haben, unbedingt sein lassen. Mhm, okay. Wir diagnostizieren in meiner Abteilung jede Woche so 5 bis 10 neue Fälle von Lungenkarzinom. Mhm. Und natürlich, ich werde schon zum Teil belächelt dafür, aber ich thematisiere mit jedem Patienten das Thema Rauchen. Ja. Und es ist so, über 90% haben geraucht. Es gibt auch den Lungenkrebs des Nichtrauchers, sowas existiert. Also ist die Seltenheit. Die meisten haben geraucht. Und auch da kommt sofort so ein Schuldthema. Mhm. Ja. Aber für die meisten ist es auch gar nicht verwunderlich, dass ich darauf anspreche. Und manche fragen mich dann auch, jetzt ist doch vollends egal. Tatsächlich gibt es solche Patienten. Aber ich kann immer sagen, es ist erstens nicht egal. Ja. Also wenn Sie die Diagnose Lungenkrebs haben, es macht einen großen Unterschied, ob Sie aufhören oder nicht. Mhm. Das wissen wir aus vielen Studien. Es ist eine häufige Krankheit. Die aufhören zum Zeitpunkt der Diagnose, haben eine bessere Therapieverträglichkeit, haben die bessere Therapiewirksamkeit und haben die bessere Prognose. Mhm. Und es schaffen auch viele. Ja? Also das ist dann immer ein Erfolg. Und ich finde, wir dürfen da auch nicht locker lassen. Und wenn ich dann morgens am Bahnhof, fahre meistens mit dem Zug zur Arbeit, viele junge Mädchen rauchen sehe, das ist ja wirklich beängstigend, wie viele das sind und wie jung die zum Teil sind, dann sage ich da manchmal auch was. Okay. Ich bin ja jetzt alt genug, jetzt darf ich das.